Die Schere geht. Jawohl! Also, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Fotografie, mein Begrüßungsspruch bei jeder Vernissage. Ja, Vernissage, das ist eben die Frage. Wir haben heute wieder eine sehr, sehr kleine Veranstaltung, wie schon bei der letzten Ausstellungseröffnung. Corona zwingt uns einfach dazu. Das ist schade, denn die Vernissage ist halt immer so der erste Zeitpunkt nach der vielen Arbeit des Vorbereitens, des Aufhängens, wo man ja, Gäste trifft, die ersten Feedbacks bekommt für eine Ausstellung, ist angekommen, ist nicht angekommen, bekommt man Lob oder höfliches Schweigen. Das war eigentlich immer sehr, sehr interessant und hat Input gegeben für die nächste Ausstellung. Das entfällt, wir können es nicht ändern, deshalb dieser kleine Rahmen. Ist es überhaupt eine Vernissage? Nicht angesprochen worden, wenn ihr so einen kleinen Kreisfluss habt, dann braucht ihr doch nicht von der Vernissage sprechen. Aber wenn man in der Geschichte ein bisschen zurückblickt, dann weiß man, dass Vernissage mit dem Wort Firnis zu tun hat. Denn früher wurden die Ölgemälde, wenn sie fertig waren, der Auftraggeber zufrieden war, mit Firnis beschichtet, damit die Farben noch etwas prächtiger wurden, dass sich die Farbe besser hält und dann konnte das Bild aufgehängt werden. So ähnlich ist es ja auch bei uns. Das Werk ist fertig, die Bilder hängen, sind abgeschraubt, ausgerichtet und wir warten auf den Besuch. In dem Sinne also doch eine Vernissage, wenn auch nicht im klassischen Sinne. Ja, bevor ich jetzt auf die eigentliche Ausstellung eingehe, freue ich mich, meine Gäste begrüßen zu dürfen, ganz besondere Gäste. Ich beginne mit Karin Brehn-Kaufmann. Sie ist Art Director bei Leica Kamera AG, damit zuständig für alles, was mit Kunst im Unternehmen zu tun hat, unter anderem auch für die Leica-Galerien weltweit. 26 Stück sind es, denke ich noch. Ja, eine riesige Anzahl über alle Kontinente verteilt. Und sie organisiert das Netzwerk, das künstlerische Konzept, das Gesamtkonzept, den Rahmen. Und sie ist eine hervorragende Netzwerkerin. Sie hilft uns, zusammenzuarbeiten, da wo es auch manchmal nicht so reibungslos oder ohne ein bisschen Anschub funktioniert, hilft sie. Und das im besten Sinne des Wortes. Sie ist hilfsbereit auch in anderer Hinsicht, das habe ich auch schon erfahren dürfen, von den Ausstellungen in den letzten Jahren waren mindestens zwei dabei, die ohne Karins Unterstützung nicht zustande gekommen wären. Ich denke an Graf Castell zu Rüdenhausen, das war eine recht nette Geschichte, wo sie den Kontakt hergestellt hat, aber auch schon bei Harald Güler, die Beratung hat uns doch sehr geholfen am Anfang. Herzlich willkommen, Karin, in dieser Runde. Danke. Ich blicke weiter zu Thomas Sommer. Er ist der Großneffe von Alfred Fritschler und Stefan kommt auch gleich noch drüber. Und Stefan Sommer ist der Sohn von Thomas. Ja, der Thomas Sommer ist Inhaber des Archivs von Wolf und Fritschler. Und das kann man sich nicht als kleines Bildarchiv vorstellen, sondern dort gibt es 500.000 Negative. Und die wollen verwaltet werden und das macht Thomas in hervorragender Weise. Und ganz besonders hat er mir hier geholfen bei dieser Ausstellung. Ich hatte auf dem Radar, dass ich Wolf und Fritschler ausstellen möchte, aber nicht in diesem ganzen Umfang, wie es beispielsweise Wetzlar gemacht hat, als Retrospektive aller Richtungen. Da ist unsere Galerie zu klein. Wir mussten uns also beschränken auf ein Thema, was von dem wir glauben, dass es ankommt und was irgendwie eine geschlossene Geschichte abbildet. Und da habe ich eine Idee gehabt, eben diese Reise von Frankfurt nach Nürnberg mit dem Kraftwagen und habe damit mit Thomas Kontakt aufgenommen. Gisela, meine Frau und ich, wir waren zweimal in Offenburg, haben das alles durchgesprochen mit dem Thomas. Wir waren sofort auf einer Wellenlänge. Ihr habt verstanden, worauf ich hinaus will und hat aus diesem riesigen Fundus Bilder rausgesucht, die mir auch tatsächlich alle gefallen haben. Und wir sind uns furchtbar schnell einig geworden, so machen wir es. Und die Bilder sind dann letztlich auch hier. Also das ist ein Gesamtwerk, was auch Thomas mitgestaltet hat. Ja, dazwischen liegt noch ein Stückchen Technik. Die Negativen sind ja zum Teil seit zig Jahren im Archiv noch nicht angefasst worden. Und wenn man sie dann scannen will, dann ist das eine ziemliche Arbeit. Und da zitiere ich die Frau Lux. Das ist eine Dame, die sich perfekt auskennt mit Scanarbeiten in Offenburg. Und die hat all diese Bilder ja vorbereitet in einer Art und Weise, dass ich nichts mehr nacharbeiten musste. Alles perfekt. Wir können die direkt in Druck geben. Ganz fantastisch.
Deshalb an dieser Stelle bitte grüße Sie, wenn wir Sie wieder sehen. Sie freut sich. Sagt herzliche Grüße und sie wird sicherlich mal vorbeikommen. Ja. Mit euch zusammen vielleicht und dann werden wir Sie hier durch die Ausstellung führen. Ich denke, es wird ihr gefallen. Also herzliche Grüße an Sie. Ja, ansonsten meine Gäste hier, bekannte Gesichter. Jan Dittmer, der Inhaber des Tors und damit natürlich auch der Galerie. Sebastian Scholz ist gerade unten, er hat Kundschaft, er ist Geschäftsführer. Dann haben wir hinter der Kamera John Willis und hinter der anderen Kamera Christopher Schramm. Dann haben wir aus Brasilien, die jetzt ganz neu ist hier im App Store und lernt. Und meine Frau Gisela, die in den ganzen Jahren sehr geholfen hat, muss ich wirklich sagen. Kann ich gar nicht oft genug betonen. Und last not least Olivia Huck, zu der ich später noch ein paar Worte sagen werde. Dann natürlich Michael Birnbacher, er ist zuständig für das Ausbildungs-Workshop-Konzept hier im Store. Und mir hat er besonders geholfen dadurch, dass er die ganzen Social-Media-Themen bearbeitet hat. Er hat es dafür gesorgt, dass die Ausstellungen auch in den Medien bekannt wurden. Und er führt immer ein Interview vor jeder Ausstellung, was man da als Podcast hören kann und sich ein bisschen vorbereiten kann, vielleicht auch eine Ausstellung. Ja, dann grüße ich natürlich alle, die heute nicht dabei sein dürfen, unsere Stammkunden, unsere Stammbesucher aus vergangenen Ausstellungen. Es ist schade, es geht nicht, haben wir schon gesagt, aber in Gedanken sind alle bei uns dabei. Ja, nun zur Ausstellung selber. Ich habe es schon angedeutet, Wolf und Tritschler, die haben, ich schätze mal, 1 Million Aufnahmen wahrscheinlich gemacht in ihrem Leben, in ihrer Geschichte. Waren vor dem Krieg die berühmtesten Fotografen, zumindest in Deutschland, haben eine Bildagentur in Frankfurt betrieben, eine riesige Bildagentur mit 80 Mitarbeitern zu Spitzenzeiten und haben das gemacht als etwas, ja, als eine Geschäftsidee, wo Bildagenturen damals, zumindest in Europa, eigentlich noch nicht so bekannt waren. Sie haben dabei ein wahnsinniges Organisationsgeschick bewiesen. Sie haben Bilder fotografiert in alle Richtungen, also stilistische Richtungen, haben damit einen großen Markt abgedeckt von Bildern, die dann von Buchverlegern, von Werbeagenturen und sonstigen verwendet worden sind. Ganz fantastische, in technischer Sicht hervorragende Bilder. Ja, sie waren allerdings nicht nur Fotografin in diesem geschäftlichen Sinne, sondern sie haben auch die Fotografie ein ganzes Stück weitergebracht. Denn Fotografieren war ja in dieser Zeit ein Handwerk, was man lernen musste, denn ein Bild zu gestalten mit der Technik, die man damals hatte, war sehr, sehr schwierig. Und Menschen, die sich eine Kamera gekauft haben, ein Fotoapparat, die mussten eigentlich erstmal angelernt werden oder ja, die mussten dieses Handwerk lernen. Und dazu haben Wolf und Tritschler fantastische Lehrbücher geschrieben, Bildbände, bei denen man sich Anregungen holen konnte. Und ja, letztendlich haben sie vor allen Dingen auch dann das Kleinbildformat ins Geschäft gebracht. Denn Dr. Paul Wolf hat mal bei einer Ausstellung eine Leica gewonnen, hat sie zunächst mal so ein bisschen nebenbei verwendet, hat dann die Stärken dieser Kamera festgestellt und ist dann zu einem Fan, würde man heute sagen, dieses Kleinbildformats gekommen und hat dazu Bücher geschrieben und beispielhaft Bilder produziert, die hervorragend. Und dann mit diesem Konzept, seinen Ausbildungsbüchern, die er geschrieben hat, wurde er dann letztlich ein Botschafter des Kleinbildformats. So kann man das sicherlich sagen. Das war der zweite Punkt, der sehr interessant war bei diesen beiden Herren. Der dritte ist, der hat mich ganz besonders fasziniert, ihre schlichte, schöne, leichte Ästhetik in den Bildern. Wenn man die Bilder anguckt, ich habe vorhin zwar gesagt, es gibt alle möglichen Stilrichtungen von Wolf und Tritschler, da komme ich auch gleich nochmal zurück, aber die Bilder, die wir hier zeigen, sind Bilder, die leicht wirken, als wären es Schlappschüsse wie bei Cartier-Bresson, aber es sind gestellte, inszenierte, komponierte Bilder, im besten Sinne des Wortes. Sie wirken alle sehr leicht, aber sie sind wirklich mit viel Akribie gestaltet worden. Und das zieht sich durch alle Bilder, die wir hier haben, durch. Und das hat mich fasziniert und es berechtigt auch zu dem Ausdruck, es sind künstlerische Bilder.
Ja, dann, das ist die Kraftfahrzeugfahrt oder Kraftwagenfahrt von Frankfurt nach Nürnberg geworden. Ist naheliegend. Frankfurt, die Heimat der Bildagentur, Nürnberg, die Heimat der Galerie. Und dann gab es ein Buch, das heißt Ins Land der Franken fahren. Das haben die Bildagentur mit einem Verlag damals zusammen rausgebracht. Das Buch habe ich mir besorgt. Und da sind einige Bilder drin, die mir gefallen haben. Nicht alle, aber die Idee ist geboren worden. Und dann haben wir diese Fahrt im Internet draus gemacht. Und mir ist immer wichtig, wenn ich eine Ausstellung mache, muss ich eine Geschichte durch die Bilder durchziehen, wenn es irgendwie geht. Manchmal geht es auch nicht, aber ich strebe das an. Und das ist hier mit dieser Fahrt fiktiv natürlich, finde ich, ganz gut gelungen. Denn es ist nicht eine Fahrt gewesen, die nach und nach geknipst worden ist, sondern es waren mehrere Fahrten und mehrere, ja, fast Epochen, kann man sagen. Aber wir haben die zu einer Geschichte zusammengefasst, sodass sie insgesamt stimmig ist. Deshalb also Wolf und Ritschler. Ja, Thomas, du bist derjenige, der am nächsten dran ist an diesen beiden Fotografen, familiär bedingt. Du hast die meisten Hintergrundinformationen. Vielleicht kannst du ein paar Kleinigkeiten dazu erzählen, um das Ganze noch lebendiger zu machen. Das mache ich hier an Wolfram. Aber vorweg möchte ich dir, deiner Frau und dir ein großes Kompliment aussprechen. Diese Ausstellung, die du hier zusammengestellt hast und wie die alle hängen und wie das so wunderschön aussieht und die Sonne heute noch reinscheint, ja. Also das ist dein Verdienst, der Verdienst der Mitarbeiter des Stores. Ich bin also ganz begeistert. Deshalb will ich das, was du am Anfang gesagt hast, mit dem ersten Eindruck der Ausstellung, wir beide, Stefan und ich, wir sind ganz, ganz begeistert. Und das hast du jetzt voll hingekriegt. Ich kenne das, die ganzen Bilder von 1824, von kleinen Kontaktbögen und so weiter. Aber wenn man die so sieht hier in Größe und wie die leuchten und strahlen und wie die in einem einwandfreien Zustand sind, ganz hervorragend. Also Kompliment, danke schon gleich mal am Anfang für diese tolle Ausstellung. Du hast mir eigentlich vorweggenommen, den Dank an die Anneliese Lux, den möchte ich auch nochmal ganz, ganz besonders in Szene setzen. Auch die ganzen Bilder, die wir zur Verfügung gestellt haben für das große Leica-Buch Licht und Schatten, das der Kurator Hans-Michael Kötzle gemacht hat. Und wir haben die Ausstellung in Wetzlar über ein Jahr gesehen. Auch diese ganzen Scans hat die Anneliese Lux zur Verfügung, also gemacht und bearbeitet und uns zur Verfügung gestellt, damit wir überhaupt das alles machen konnten. Also vielen, vielen Dank und ich bin überzeugt, wir werden einen Termin finden, wo die Anneliese Lux Das war mir sehr herkommt, wo die cool. uns Ja, bestimmt machen. Du hast schon einiges erzählt über die beiden Fotografen. Ich möchte jetzt Folgendes dazu sagen. Die beiden Fotografen haben angefangen 1928, ich weiß nicht, was ihnen so besonders gefallen hat, ins Frankenland zu fahren, von Frankfurt aus, aber sie haben es getan. Und in den 30er Jahren sind also viele Fahrten, also wirklich mindestens 10 Fahrten unternommen worden von Frankfurt ins Frankenland rein. Natürlich auch nach Nürnberg, natürlich auch über Bamberg, Würzburg, Regensburg und so weiter. Und das Tolle ist ja, dass diese Fotografen, du hast auch schon gesagt, wirklich die berühmten Fotografen der damaligen Zeit waren. Und da hat die Firma Opel, Auto Union, Wanderer, Horch die Autos den Fotografen zur Verfügung gestellt und haben gesagt, hier, das Auto stellen wir euch auf den Hof und dann macht mal was. So, und dann haben die natürlich eine Story draus gemacht und haben sich am Montag ins Auto gesetzt und sind also ins Fahrenland gefahren. So kann man sich das vorstellen, sind diese ganzen Bilder auch entstanden. Und die berühmtesten Bücher, und das ist also nicht nur das eine Buch, wo du jetzt genannt hast, ich habe mir das extra noch mal rausgeschrieben, 1932 war das erste Buch Schlösser und Gärten am Main, dann Stille Winkel in Franken, tolle Bücher, alle Bilder mit Wolf und Ritschler Aufnahmen, Frankenland gibt es, Ins Land der Frankenfahrer, das hast du genannt, eine Mainreise, davon hat es 3 Ausgaben gegeben, das muss man sich mal vorstellen, das waren nicht nur kleine Büchle mit einem Auflagen von 1000 Exemplaren, sondern es sind gleich mal 10.000 Exemplare gedruckt worden, 34, 38, 1940 und so weiter. Und das berühmteste Buch, und das möchte ich ganz kurz erwähnen, das war Groß- oder Kleinbild, ein Ergebnis einer Fotofahrt durch Franken und die Donau. Und da ist ein wunderschönes Bild drin. Und das haben wir hier, wenn wir hier die Treppe hochkommen, am Anfang. Das ist dieses Sonnenbad,
hinter der Windschutzscheibe. Das ist also ganz toll. Und das ist etwas Besonderes, wo ich einfach sage, da haben die Fotografen das richtige Auge dafür gehabt. Aber es gibt auch ein Bild, und das haben wir hier um die Ecke, mit dem fränkischen Kamillenweible. Das fränkische Kamillenweible, dazu will ich dazu sagen, da gab es ja in dem Buch hinten eine Aufstellung, wie hat der Fotograf das fotografiert. Ja, er hat es mit Leica fotografiert, er hat es mit Elmar 9 cm fotografiert, Blende 6,3 und eine Belichtungszeit von 1/60. Ja, das war wichtig für die Leute. Und dadurch haben die auch die Kamera gekauft. Ja, Wolf und Ritschler haben in den 30er Jahren viele, viele Termine wahrgenommen, wo sie nach Stuttgart, nach Nürnberg, nach Berlin überall hingefahren sind. Und dann haben sie die Leica-Freunde zusammen an einem großen Tisch geholt, dann haben die was getrunken, was gegessen und dann wurde über diese Arbeit gesprochen. Und dann wurden auch diese Bücher herangezogen. Und dann hat man eben auch diese speziellen Informationen gebraucht. Also das war eine ganz große Sache und das finde ich toll. Auch das eine Bild mit dem Kühler in die Morgensonne rein fotografiert. Entschuldigung, das ist das gerade hier in die Ecke rum. Früh morgens in taufrischer Luft hat er darunter geschrieben, der Paul Wolf. Also das ist auch ein ganz besonderes Bild. Und ich darf eines sagen, das Bild, das du auf der Einladungskarte hast, ja, das ist ein tolles Bild. Ja. Und da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Und da steht dieser Bauer, darf man sagen, der Bauer, der hat so ein Auto überhaupt noch nie gesehen. Und dann hat er da reingeschaut und hat den Fahrer gefragt, ja, was kostet das Auto denn überhaupt? Ich habe sowas bei uns noch nie gesehen. Ja, da kann man eine Story draus machen und das ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache. Im Gegenzug zu diesem Bauer auf einsamer fränkischer Landstraße im Dorf drin, es sind natürlich die anderen Bilder in Frankfurt, wo man den Verkehr sieht, wo man sieht, wie von der Hauptwache bis zum Eschenheimer Turm wahnsinnig viele Autos fahren und wie das alles damals schon war, das ist der Gegensatz da dazu. Und ja, ich möchte bei dieser Gelegenheit das eben kurz erwähnen und ich möchte es auch nicht unerwähnt lassen. Es gibt dieses wunderschöne Buch vom Kehrer Verlag, und das habt ihr ja auch ausgestellt, vom Kehrer Verlag, kuratiert von Hans-Michael Kötzle. Licht und Schatten, Dr. Paul Wolf und Alfred Ritschler von 1920 bis 1950. Und ich kann nur jedem das anhand legen, das Buch sich mal anzuschauen und vielleicht auch zu bestellen. Ist sicher bei euch zu bestellen, ja, im Bookshop. Wir haben es vorweg. Und es ist ein wunderschönes Buch und es ist zum ersten Mal eine Zusammenstellung gelungen, wo über diese beiden Fotografen geschrieben worden ist. Und ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, die beiden Fotografen wieder zu ihrem eigentlichen Licht zu helfen. Ja? Und das richtige Licht, wo sie auch wirklich verdient haben. Der Alfred Ritschler ist übrigens mein Großonkel oder der Urgroßonkel meines Sohnes. Ja? Also hier trifft sich auch die Familie wieder. Das Archiv ist seit etwa 70 Jahren in Familienbesitz. Und wir sind stolz und froh, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, diese beiden Fotografen auch gebührend zu honorieren und gebührend zu feiern. Und mit deiner Ausstellung ist es dir gelungen. Große Klasse. Wir stehen mit Hochachtung, Stefan und ich, vor dem allen. Und vielen Dank, dass du es uns auch ermöglicht hast. Danke. Danke für die Worte. Ja. Ja, vielleicht auch ein paar andere Bemerkungen dazu. Du hast das tolle Buch von Hans-Michael Kötzle erwähnt. Ich habe das durchgearbeitet vor dieser Ausstellung und es ist sehr spannend, das kann ich bloß sagen. Also es ist nicht so bloß ein Sachbuch, was man so, wo man punktuell mal reinguckt, sondern das durchzulesen macht Spaß. Also ich kann das nur sehr empfehlen. Es gibt auch ein weiteres Buch, was wir hier vorrätig haben, die Automobile in den 30er Jahren. Das ist ein kleineres Buch, in dem viele Bilder zu Automobilthemen oder zu Technikthemen ist da weitergefasst, in diesem Buch sind. Schöne Aufnahmen, gut erläutert, sehr detailliert recherchiert von einem Autokenner. Kann ich auch empfehlen, das ist gar nicht mal so teuer. Ja, teuer, wir haben jedes Bild, was hier hängt, kann man kaufen. Die Preise stehen dabei. Es sind Feinartprints in hervorragender Qualität, die wir selber drucken. Das machen wir, wenn es irgendwie geht, mit allen Bildern hier, das, was wir drucken, dass wir ein einheitliches Feeling für die Bilder bekommen und nicht unterschiedliche Druckvarianten haben, unterschiedliche Papiersorten, das auch mal frei ist. Bei uns ist absolut einheitlich. Wir
wirklich klasse gedruckt auf feinem Papier. Ich habe mich auch vorhin mit Thomas nochmal besprochen. Wir bieten auch jedes andere Bild, was, wo es noch Negative gibt, zum Kauf an, auf Bestellung dann quasi. Wenn man irgendwo ein Wolf- und Trittschler-Bild sieht und sagt, Mensch, das hätte ich gerne im Zimmer hängen, aber ich kann es nirgends zum Kauf finden, einfach Kontakt mit uns aufnehmen. Wir suchen das aus dem Archiv raus und dann drucken wir das in der gleichen Qualität, wie wir es hier auch haben. Das ist ein Angebot, das wir noch machen können. Ja, das zur Ausstellung. Ja, die Leica-Galerie ist jetzt, in Nürnberg ist jetzt, kommt jetzt ins, ist fast 4 Jahre alt. Und da habe ich etwas in eigener Sache zu sagen. Ich hatte die Aufgabe, innerhalb dieser Zeit oder etwas kürzer vielleicht, diese Galerie aufzubauen, ja, eine Kundschaft zu finden, die mit diesen Bildern glücklich wird und sie in ihrem, in ihrer Struktur, in ihrem, in ihrer Arbeit zu stabilisieren. Diese Zeit geht mit dem heutigen Tag zu Ende. Es war für mich eine fantastische Zeit, sowohl von der Aufgabenstellung her, als auch von der Zusammenarbeit mit vielen Leuten, gerade hier im Store sowieso, auch in Wetzlar. Da haben wir viele Leute kennengelernt, mit denen man wunderbar zusammenarbeiten kann, mit den Künstlern in ihren ganz unterschiedlichen Charakteren. Es war eine spannende Aufgabe. Und Gisela und ich werden also mit Freude zurückdenken an die Zeit, wo wir es hier gemacht haben. Aber alles hat irgendwie seine Zeit. Und ja, ich vergleiche das immer mit so einer Rakete. Eine Rakete, die im Weltraum große Ziele hat. Die besteht meist aus mehreren Stufen. Die erste Stufe dient dazu, die Rakete vom Boden abzuheben, die Atmosphäre zu verlassen. Und dann kommt die nächste Stufe. Die nächste Stufe visiert die Ziele, die man sich rausgesucht hat. Und diese Stufe ist jetzt dran. Und das bist du, Olivia. Du bist die nächste Galeristin hier in Nürnberg. Ich wünsche dir für diese Arbeit viel Erfolg. Lohnende Ziele, die du findest. Und ja, vor allem auch Spaß bei der Sache. Und eine gute Resonanz von deinen Zuschauern. Ja, wir haben eine Kleinigkeit mitgebracht. Einmal unten viel Glück drauf, das habe ich schon gesagt. Ein Hammer ist dabei, den kannst du für die Nägel verwenden. Die sind manchmal recht wieder rostig. Und wenn die erste Hängung fertig ist, kann die Flasche jetzt zugeben. Danke schön. Ja? Bitte schön. Und ich weiß nicht, ob du eine eigene Leica-Kamera hast. Das hat sich gleich 3 Stück davon. Ja? Also eins bitte. Ja? Jo, liebe Karin. Ja, man sieht ja doch. Gerne. Ja, auch von meiner Seite ein ganz, ganz herzliches Willkommen in dieser wunderschönen Ausstellung, die auch diesen wunderbaren Bezug zu Nürnberg herstellt. Und ich finde, es ist ganz wichtig, auch wenn wir in diesen Zeiten wirkliche Probleme haben, Events oder Vernissagen zu machen, dass wir es trotzdem tun, dass wir ein Statement setzen und sagen, auch gerade in diesen schwierigen Zeiten stehen wir für unsere Fotografen, stehen für Fotografie und stehen damit auch für Kultur. Und das versuchen wir eben in diesen 25 Galerien weltweit mit mehr oder minder auch wirklich schwierigen Problemen. Und ich habe gerade vor 4 Wochen habe ich in Düsseldorf mit dem Walter Vogel eine Ausstellung eröffnet und wir hatten wirklich 5 Slots hintereinander. Jeweils durften 12 in der Galerie stehen und wir haben dann nach dem ersten Mal, habe ich gesagt, also Herr Vogel, wir machen das jetzt jedes Mal anders und wir machen uns einen Spaß draus und wir genießen das. Und ich muss sagen, ich habe selten so vieles und Neues von einem Fotografen gehört. Wir haben uns blendend unterhalten und so muss man auch immer die positiven Seiten einer nicht optimalen Situation irgendwie herstellen. Ja, und wie gesagt, mit diesen Galerien geben wir den Fotografen eben die Möglichkeit, ihre Geschichten zu erzählen, die auch immer wieder berühren und auch aufwecken. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch, und das ist jetzt auch ganz aktuell, unseren Leica Oscar Barmak Award, der dieses Jahr sein 40. Jubiläum feiert. Das ist einer der renommiertesten und auch inzwischen sehr hoch dotierten Preise und einer der ältesten auch. Und was mich besonders immer berührt und bewegt an diesem Preis, ist, dass wir seit 40 Jahren wirklich das gleiche Thema haben, nämlich der Mensch in Beziehung zu seiner Umwelt. Ein Thema, was jedes Jahr aktueller und dringender wird.
Und wir haben natürlich, und deswegen musste jetzt auch die Ausstellung weichen im Ernst-Leitz-Museum, weil wir jetzt dort wirklich 40 Jahre eigentlich Reportage, Geschichte, Reportage, Fotografie, wie sie sich auch verändert hat jetzt im Laufe der Zeit, ausstellen. Und da komme ich zum dritten Punkt und da freue ich mich immer, wie Nürnberg immer Werbung macht auch für den Leitzpark, nämlich für unser Leica Headquarter, wo man ja wirklich alles miteinander verbindet. Man hat die Produktion, man hat Kultur auf verschiedenen Ebenen, es gibt eine Galerie, es gibt dieses wunderbare Museum, was jetzt auch noch nach der Loba-Ausstellung nochmal oben umgebaut wird in eine Erlebnisfotografiewelt und Geschichte gleichzeitig von Leitz und Leica, wo man also wirklich Dinge in der Fotografie erleben kann, warum man eben doch Objektive braucht, die einen gewissen Platz haben und es doch nicht reicht, nur mit dem Handy zu fotografieren. Also wirklich in einen Erlebnisbereich kommen. Es gibt ein Hotel, es gibt ein Kaffeehaus mit wunderbaren Törtchen und auch ein Leica-Törtchen. Also wenn Sie jetzt auch in dieser Zeit, die Ausstellung wird am 23. eröffnet, Oktober, Zeit haben, diesen Loba, das ist wirklich Fotografiegeschichte über 40 Jahre. Dann besuchen Sie uns. Und jetzt komme ich zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt und zu einem Herzenspunkt hier, nämlich Sie. Ja, du, wir haben uns ja jetzt geduzt, du lieber Wolfram. Weil ich muss auch gestehen, ich war hier zur Eröffnung und du hast es in wunderbarer Weise geschafft, diesen Spagat zwischen international bekannten Fotografen, wie jetzt Paul Wolf Tritschler oder auch Ara Güller, um nur zwei zu nennen, und aber auch herzustellen, diesen Local Flavor, das heißt den lokalen Bezug zu Fotografen und auch zu spüren, was wird in Nürnberg angenommen. Denn es geht nicht darum, dass in den Leica-Galerien einfach gewisse nur bekannte Fotografen weitergereicht werden, sondern gerade darum geht es, dass an den verschiedenen Standorten nach unseren Fotografen gesucht wird und dass die auch die Möglichkeit haben, natürlich auch neben Bekannten oder auch neben unserem Leica Oscar Barnack Award. Und du hast es wirklich geschafft, ich sag mal so einen wirklich bunten Blumenstrauß hier lebendig werden zu lassen und auch immer, und da geht auch ein Dank an deine liebe Frau, mit deiner Frau zusammen. Ich habe euch auch immer so als wirkliches, nicht nur als Paar, sondern auch als Fotografenpaar erlebt und beide immer, ich sag mal, mit dem roten Punkt im Herzen, weil auch Ausstellungen leicht zu gestalten, ist auch eine Kunst. Also wirklich diesen Bezug zu den Fotografen, zu den menschlichen und nicht zu den Menschen. Und das ist auch etwas, was ich immer sage, Leica, das sind Freunde, das habe nicht ich gesagt, sondern das hat Salgado gesagt. Aber dieses, dass man als Familie weltweit dieses Leica-Gefühl und diese Menschlichkeit erlebt. Und darum geht es auch. Und das habt ihr zwei hier auch wirklich sehr wunderbar gelebt. Und Farouk, Sie übernehmen ein doch sehr großes Erbe hier. Und ich wünsche Ihnen, dass auf dieser Wiese, wo so viele schöne Blumen gepflanzt wurden, dass Sie da weiter ganz viel bunte Blumen wachsen lassen. Und jetzt habe ich dir, lieber Wolfram, leider kam das gestern erst an, ich wollte es eigentlich noch in einem Rahmen tun, aber das habe ich dir jetzt aus Düsseldorf mitgebracht. Machen wir es noch spannend. Ne? Ja, ich möchte es nicht verletzt werden hier. Ich glaube, ich mal besser hier aus der Ecke kommen, oder? Ich glaube, ich schaffe das so. Wenn Sie es nochmal kurz anhalten. So. Das ist, ja, ist schon offen. Walter Vogel, nicht wahr? Hier ja. Signiert. Und ich finde das eins der genialsten Bilder. Super. Und wünsche Ihnen damit also ganz, ganz viel Freude. Und ich hoffe, es passt super in Ihre Sammlung. Das wird auf jeden Fall reinpassen. Wunderbar. Ein ganz, ganz herzlichen Dank für Ihr Engagement und Ihre Liebe. Dankeschön. An beide. Dankeschön. Dankeschön.
Ja, nachdem ich jetzt dann kein Journalist mehr bin, kann ich mir ja vielleicht einen Hund zulegen. Nein, das sollte keiner sagen. Da ist man sehr, sehr gebunden. Ja, ja. Ja, liebe Karin, ein kleines Dankeschön zurück. Vielen Dank. Ich darf euch verraten, was es ist. Meine Frau und ich, wir haben, wo wir diese Ausstellung vorbereitet haben, waren wir so fasziniert von diesen Bildern, dass wir gesagt haben, wir machen die gleiche Tour mit dem Otto heute noch einmal. Und haben Bilder gemacht aus den gleichen Positionen, die hier gezeigt werden, wie heute die Bilder aussieht. Und diese Bilder sind in, also zumindest 25 oder 27 Stück sind es, haben wir die Lokalitäten wieder gefunden, fotografiert und gegenübergestellt. Das ist vielleicht eine ganz interessante Geschichte. Ganz, ganz herzlichen Dank. Eine super Idee. Da müsste man eigentlich Ihre Bilder irgendwann denen gegenüberstellen, weil das habe ich auch mal gemacht. Man sieht, wie hat sich ein. Das wäre eine spannende Ausstellung. Ja. Also wirklich Gegenüberstellung, wie hat sich Nürnberg verändert oder wie hat sich dieser ganze Ding verändert? Orte aufzusuchen, die hier fotografiert wurden, wie sieht das heute aus? Und das ist erstaunlich. Also wir waren fasziniert. Es war nicht mal ganz einfach, die Orte genau wiederzufinden. Spannendes Thema. Super. Aber das war super. Ich habe auch LFI schon mal angeschrieben. Unbedingt. Also machen wir. Ja, wo ist der Thomas jetzt abgeblieben? Der kommt gleich. Ihr müsst noch so lange überbrücken. Ja, okay. Ja, und das ist die SL3. Das wird mir besonders gut schmecken. Ja, vorhin habe ich noch eine richtig. Und das machen Sie alles. Also, wenn ich da mal für einige Bände. Ja, kann man was brauchen. Ja. Hat mir das Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie schmecken auch. Sicher. Thomas, stell doch mir noch mal ganz kurz. Ja, gerne. Also, liebe Gisela, lieber Wolfgang, darf ich durch? Meine Frau und wir alle, wir haben uns Gedanken gemacht, dass wir euch eine kleine Freude machen. Ja. Ich meine, es wird nicht so, dass ihr nichts zu essen habt, aber das ist ein Rundblick durch die Ortenau. Ach so, ja, wir kommen ja von vorne und ihr kennt ja das alles. Ja. Und meine Frau hat sich die Mühe gemacht, alles das alles, was wir hier so. Ganz toll. Das Besondere ist natürlich. Den kennen wir ja schon. Ja, verständlich. Ja. Schmeckt hervorragend. Stefanie Schindler. Ja, das ist ganz super. Und eine kleine Aufmerksamkeit. Eine Fahrt euch die auch. Ja, sehr, sehr gut. Also recht herzlichen Dank. Das, da wären wir oft an euch. Ja. Also, das ist das Vielen Dank. Das ist ohne Klingel. Wir stehen mit dir. Ja, oder? Ja. Also, alles Gute. Gell? Dankeschön. Dankeschön. Und schönen Gruß an Jan. Das ist richtig. Ganz vielen Dank. Ja, jetzt habe ich noch. Ah ja, Thomas. Was ist denn hier? Wir sprachen aber schon öfters drüber. Oh, die Gegenüberstellung der ganz, Bilder. Ganz was Besonderes. Ja, da vielen herzlichen Dank. Da kann man, das sind interessante Aspekte da drin. Das glaube ich. Ja. Vielen herzlichen, freue ich mich riesig drauf. Wir freuen uns riesig drüber. Und da gucken wir nachher schon mal. Also gut. Gerne. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Like hast du schon zu Hause hast. Die bestimmt noch nicht. Ja, das nehme ich an. Das nehme ich an. Die ist toll. Selber gemacht. Ja. Prima, vielen Dank. Gell? Danke. Ja, jetzt habe ich wohl noch einen wichtigen Punkt eigentlich vergessen. Ich habe gesagt, die Zeit ist rum, der nächste Abschnitt beginnt. Olivia wird das übernehmen. Und sie sollte jetzt nicht zu Wort kommen, um etwas zu erzählen, wie sie sich das Ganze vorstellt. Das ist vielleicht auch nicht der richtige Moment. Aber sie wird in kurzer Zeit, in den nächsten Wochen, einen Galerieabend gestalten, wo sie sich selber vorstellt und auch das, was sie mit der Galerie vorhat. Und da bin auch ich gespannt, wie alle anderen, die diese Galerie kennen. Und jeder möchte gerne wissen, wie geht es eigentlich weiter. Und das wirst du dann, Olivia, vermitteln. Ja, prima. Freuen wir uns alle drauf. Genau, das kommt dann noch dazu. Ja, okay.